Hallo und herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Mein Name ist Wenke Bönig. Ich möchte Ihnen heute das Bilderbuch Der kleine Cowboy und der große Wurf von Ulrike Fischer vorstellen. Es ist für Kinder ab 3 Jahre geeignet und 2015 im Magellan Verlag, im Bamberger Kinderbuchverlag erschienen. Hier sehen wir das Cover. Die Illustration hat Stefanie Jeschke geschaffen. Das ist die Rückseite des Buches. Wir sehen hier schon, dass es ein sehr breites Format hat, was sich natürlich beim Aufblättern des Buches nochmal verdoppelt. Der Magellan Verlag legt Wert auf eine besondere nachhaltige Produktion seiner Bücher. Also sie werden in Deutschland hergestellt. Der Klebestoff ist lösungsmittelfrei. Die Lacke sind auf Wasserbasis, die Farben auf Pflanzenölbasis und das Papier ist FS C-Papier. Wir schauen mal rein in das Buch. Es geht in der Geschichte um den kleinen Cowboy Ben, der eigentlich fast alles kann, was so ein Cowboy können muss. Also Spuren lesen, Pfeile schnitzen. Nur mit dem Lasso werfen klappt das nicht. Und die Geschichte nimmt dann seinen Lauf, als er eigentlich das Huhn fangen will mit dem Lasso und stattdessen die frisch gewaschene Meshe der Mutter einfängt. Nun erwartet man eigentlich die Strafe für Ben, der aber, wie der Zufall, dann zu seiner Tante Nelly zum Helfen geschickt wird und dort trifft er dann über das Poster hier auf seinen Gegenspieler, den Banditen Red John, auf den Tante Nelly hinweist und den Bender ermahnt, vorsichtig zu sein, weil der Bandit sein Unwesen in der Umgebung von der Stadt treibt. Und das Ende verrate ich natürlich hier nicht. Auf jeden Fall spielen nochmal Cowboys eine große Rolle, eine Rauferei spielt eine große Rolle und natürlich Red John. Dass Ulrike Fischer steigt schnell und sofort in die Vollen in ihrer Erzählung. Also sie schafft es, alle Elemente eines Wildwest-Bilderbuches einzubauen. Also Lasso werfen, Rauferei, Banditen, Pferde, Ponys reiten, ja, rauchen und trinken und das ist alles mit dabei und die Geschichte wird immer aus der Sicht von Ben erzählt. Ich lese mal ein kleines Stückchen vor, damit man mal den Stil, ihren Erzählstil merkt. Und zwar ist sie sehr knapp und klar und sie macht keine großen Umschweife. Alle echten Cowboys können Lasso werfen. Ben sitzt auf einem Holzkater, baumelt mit den Beinen und lässt das Lasso knallen. Das will ich auch. Ben kann Spuren lesen, Pfeile schnitzen und Reime ohne Stottern aufsagen. Aber Lasso werfen? Das klappt nicht. Erst gestern hat er der Frau vom Sheriff den Blümchenhut vom Kopf gefegt. Dabei wollte er den Hund fangen, der neben ihrem Gras schnüffelte. Stefanie Jeschke hat, wie gesagt, die Illustration geschaffen. Alles ist mit diesem gelben Hintergrund, der an den Sand von der Prärie erinnert. Und sie spart eigentlich so Hintergründe oder überhaupt die ganzen Ebenen aus, baut eigentlich, und das ist, trotzdem schafft sie so eine Räumlichkeit ein. Sie baut eben nur die einzelnen Elemente, die wichtig sind, für die Illustration ein. Also hier die Häuser, das Gatter, auf dem Ben sitzt, oder das Pferd, sein Pony, und den Huhn und das Lasso. Der Stil erinnert ein bisschen so an einen Comic, und sie schafft es, um auch so eine frische Perspektive reinzubringen. Es sieht aus wie so ein Foto, so ein Schnappschuss, wie der Hahn hier so von unten reinschaut. Und eigentlich liegt ja der Fokus auf die Mutter, die dem Ben wütend ist. Einzig und allein die Zähne, hier geht es ja noch, aber weiter hinten sieht man es dann mal. Hier so sind ein bisschen komisch gelungen. Ja, so ist dieses Bilderbuch. 32 Seiten hat es, Hardcover, wie gesagt, ab 3 Jahre. Und ist vor allen Dingen für Jungs ganz gut geeignet, Wildwesten und auch
so gleich voll und da ist alles mit drinne und Dynamik und witzig und überraschende Elemente hat es. Also schönes Buch, empfehle ich gerne. Viel Spaß damit oder mit einem anderen Kinder- und Jugendbuch. Bis zum nächsten Mal, Ihre Wenge Bönisch.